Gestern wegen Regen pausiert, geht es heute mit der 10. Etappe vom Rheinburgenweg weiter. Ab der Festungsanlage Rheinfels ist der weitere Wanderweg wegen Unpassierbarkeit gesperrt und führt durch eine Umleitung oberhalb durch St. Goa. Aus diesem Grunde wählen wir erneut die Zuwegung durch den Ort Biebernheim, um anschließend auf den Rheinburgenweg zu stoßen. Es geht wieder über die Treppenanlage, die an dem Lohbach entlang führt, hinunter Richtung St. Goa. Ja. So, hier rechts hoch, Ingrid. Etwa auf halbem Weg stoßen wir auf den Rheinburgenweg, dem wir nun bergan folgen. Mit so einer Wandern gehen, da ist das Haar hochgelaufen. Die 10. Etappe ist gegenüber der 9. sehr kurz und führt von St. Goa nach Oberwesel. Trotzdem hält sie für alle Wanderer das ein oder andere Highlight bereit, wie zum Beispiel der sogenannte Skulpturenpfad. Weitere Höhepunkte der Etappe sind natürlich der Loreleiblick, Maria Ruh bei Urbar und das Günderode-Haus bei Oberwesel. Einmal auf dem Plateau geht es entlang der Hangkante im leichten Auf und Ab über die Höhen, bevor es hinunter nach Oberwesel geht. Start ist in St. Goa und das Ziel der heutigen Etappe ist Oberwesel. Das ergibt eine Streckenlänge von knapp 9 Kilometer. Hierfür benötigten wir 3 Stunden. Der Aufstieg lag bei 396 Höhenmeter und der Abstieg bei 404 Höhenmeter. Der erste Aufstieg über Serpentinen durch das bildromantische Lohbachtal ist steil. Oben auf dem Rheinplateau angekommen, ist es nicht mehr weit bis zum ersten Rastplatz. Die Wackenberghütte befindet sich oberhalb von St. Goa und unserem Ausgangspunkt Biebernheim. Von hier hat man einen freien Blick über den Rhein hinweg auf die Burg Katz. Oberhalb der Stadt St. Goarshausen ließ Graf Johann III. Von Katzenellenbogen 1371 die Burg Neukatzenellenbogen, kurz Katz genannt, errichten. Sie war eine der konzentriertesten Anlagen unter den rheinischen Höhenburgen. Der rund 40 Meter hohe Hauptturm hinter der Angriffsseite dominiert das Bauwerk. In den Fels wurde ein tiefer Halsgraben gemeißelt, eine starke Außenmauer und eine tiefe dreieckige Bastion stand für die Uneinnehmbarkeit der Burg. Der Rheinburgenweg führt weiter entlang der Hangkante zu einem weiteren tollen Ausblick. Doch zunächst führt er uns über naturbelassene Pfade durch Wiesen und Äcker. Mittlerweile hat es angefangen zu regnen. Also so trocken gemeldet für heute.
Ist doch noch am Nieseln. Trocken gemäht, kein Regen. Ja. Sonne, Wolken, kein Regen. Aber wie immer, man muss es holen, wie es kommt. Ja, holen wir auch, aber dann sollen sie, danach richtet man sich ja zum Anziehen. Das schön mit holen. Vom Unterstand Lorelei Blick sehen wir hinüber auf das Veranstaltungsgelände der Lorelei und den berühmten Lorelei-Felsen, dem wir aber noch näher kommen. Nur wenige Schritte weiter stellt sich der nächste Blick auf die Lorelei ein. Wir gehen wieder zurück an die Ackerflächen und wenden uns nun dem Hinterland zu. Kurz vor einer Hütte biegen wir in den Wald hinein ab und gehen abwärts ins Seelenbachtal. Das kleine Rinnsal queren wir auf einer Rohrbrücke. Nun führt der Pfad bergan zum Rastplatz Galgenhöhe. Diese Stätte lag meist an der Marktgrenze von Orten mit eigener Blutgerichtsbarkeit und wurde zur Abschreckung auf weithin sichtbarem Hügel aufgestellt. Anschließend ist beim Abstieg in das Galgenbachtal Trittsicherheit gefordert. Etwa am tiefsten Punkt lässt man den Zuweg zum Ortsteil an der Lorelei hinunter zur B9 links liegen und setzen unseren Weg bergauf Richtung Urban fort. Kurz danach kreuzen wir den Galgenbach. Schönes Tälchen hier, ne? Wild romantisch. Tja, die haben wir heute leider nicht dabei. Naja, man kann nicht alles haben. Ne? Jetzt wieder bergan. Auf. Ja, mein Burgenweg bleibt seiner Linie treu. Immer steil bergauf. Steil geht es über Serpentinen weiter aufwärts. Jede Menge Bänke, eine Schaukelbank und ein Pavillon laden am Aussichtspunkt Maria Ruh zum Verweilen ein. Hier bietet sich der vielleicht beste Blick auf den gegenüberliegenden Lorelei-Felsen.
Seit Clemens von Brento der holden Lore auf der Lei Leben einhauchte, ist der Aussichtspunkt über der engsten Stelle des Rheins ein Exportschlager erster Güte. Das goldene Haar der Jungfrau hat das Rheintal bis in die entferntesten Gegenden des Globus bekannt gemacht. Das Lied von der Lorelei ist längst ein Evergreen. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus alten Zeiten, das kommt mir Traumleife, spitzer Stein. Doch geht so unten runter und oben rum. Wir setzen unsere Wanderung nun auf dem befestigten Weg Richtung Oberwesel fort. Es geht an einigen fantastischen Ausblicken vorbei, bis wir am Ende auf einen Naturweg stoßen. Hier beginnt ein Naturweg, der uns leicht abwärts um ein kleines Tälchen führt. Nach der Querung des Baches helfen uns einige Stufen, die vorige Höhe wieder zu erlangen. Kurzweilig wandern wir nun auf herrlichen Wiesen und Feldwegen durch Hecken und Gehölz, immer entlang der Hangkante. Nach ein paar Richtungswechseln erreichen wir schließlich die Bolzberghütte. An der geräumigen Hütte am Rande des Weinberges ist uns eine Entscheidung abgenommen worden. Ölsbergsteig oder Skulpturenpfad? Der Hauptweg führt normalerweise über den Ölsbergsteig. Leider ist dieser Pfad aufgrund von Hangrutschgefahr momentan gesperrt. Und so wählen wir den Weg über den Skulpturenpfad. Mittlerweile hat das Wetter sich gebessert. Mit einer Links-Rechts-Kombination gehen wir am Rande eines Weinberges zum höher gelegenen Weinbergsweg. Einige Meter später fällt uns an einem Schieferfelsen das erste namenlose Kunstwerk auf. Auf einem Tiergitter verlassen wir das Weinbergsgelände und folgen dem leicht auf- und abführenden Weg. Für Kunstfreunde wurde 1996 ein Skulpturenpfad eröffnet. Oberwesel vor Augen sehen wir die nächste Skulptur von Peter Dremel. Ein Drahtgeflecht geformt zu einem Korpus. Erneut führt uns die Beschilderung über ein paar Treppenstufen in ein kleines Tal, das wir über selbige verlassen. Auf einer Freifläche stoßen wir auf drei weitere aus Marmor und Sandstein gefertigte Kunstwerke. Wir queren zum ersten Mal die K95
und laufen anschließend durch einen Skulpturenpark mit witzigen Stahlfiguren. Angefertigt und aufgestellt wurden die Figuren von einem unbekannten Künstler. Über den mehr oder weniger höhengleich verlaufenden Skulpturenpark kreuzen wir erneut die K95 und kommen zum Günderoder-Haus. Ein scheinbar altes Fachwerkensempel mit einem mächtigen Kastanienbaum davor. Doch der Schein trügt. Das Haus ist eine Erfindung von dem Filmemacher Edgar Reitz. Für den Dreiteiler Heimat ließ er eine baufällige Ruine aus dem Hunsrück abtragen und oberhalb von Oberwesel für die Filmaufnahmen wieder aufbauen und renovieren. Das Haus, benannt nach der romantischen Dichterin Caroline von Günderode, ist heute ein bekanntes Ausflugslokal. Vom Günderode Haus führt ein Asphaltweg auf direkten Wege nach Oberwesel. Wir entscheiden uns jedoch für einen Serpentinenweg, der zunächst durch ein Wäldchen mit Niederholz und anschließend durch brachliegende Weinbergsflächen führt. Die lauten Motorgeräusche stammen von fleißigen Arbeitern, die den Hang mit mehreren Motorsensen vom Unkraut befreien. Nach dem Serpentinenweg haben wir unser Etappenziel Oberwesel erreicht, aber noch nicht den Endpunkt der Etappe. Zügig geht es der Koblenzer Straße nach in den alten Stadtbereich. Kaum befinden wir uns innerhalb der alten Stadtmauern, schickt uns das Rheinburgen-Logo über eine Treppenanlage hinauf zur Kirche. Die Kirche erhebt sich im Norden auf dem höchsten Punkt der Stadt und wird wegen der hell schimmernden Farbe des Langhauses im Volksmund auch als Weiße Kirche bezeichnet. Der mächtige Turm, einst Teil der Stadtbefestigung, bestimmt eindrucksvoll das Stadtbild. Von hier folgen wir der altehrwürdigen Stadtbefestigung mit ihren Türmen. Besonders der renovierte Kuhhirtenturm beeindruckt uns sehr. Die Familie Haupt aus Wiesbaden kaufte diesen Turm und ließ ihn Anfang der 1980er Jahre aufwendig restaurieren und ausbauen. Das ist gefährlich. Thank you.
Am Ende der Stadtmauer verlassen wir den Rheinburgenweg und folgen dem Zuweg in die Altstadt von Oberwesel. Um 1220 wurde Oberwesel freie Marktstadt und 1225 Mitglied des Rheinischen Städtebundes. Weinbau, Fischfang und der Handel damit machte Oberwesel zu einer reichen Stadt, was sich noch heute in den prächtigen Fachwerkhäusern widerspiegelt. In unmittelbarer Nähe vom Bahnhof befindet sich der Zehnerturm. Hier kann man sich über das historische Oberwesel und die Arbeit des Bauvereins informieren. Mit dem Zug geht es zurück zum Ausgangspunkt nach St. Goa. Das Fazit: eine kurze Etappe, gespickt mit einer schönen Aussicht auf den Loreley-Felsen. Am Ende der Wanderung erwartet uns die mittelalterliche Stadt Oberwesel.